führen den Hund weiter in seiner Bewegung, über hinten, nach vorne. Weiterführen, sodass unsere Handfläche jetzt nach oben zeigt. Jetzt ist der Moment, wo wir unsere Beine heben müssen, um über den Hub auch springen zu können. Heben die Beine, führen den Hund weiter in seiner Bewegung. Erst das linke Bein, dann stehen wir so ein bisschen komisch da, haben den Hub hinter uns. Der Arm ist zwischen unseren Beinen. Heben dann unser rechtes Bein, führen den Hub weiter, über hinten, nach vorne und wieder zurück ins Lasso. Nochmal. Wir haben den Hub im Lasso. Greifen zu, führen den Hub über hinten nach vorne. Linkes Bein streckt sich, Hub bis hinten, rechtes Bein nach vorne und wir haben den Hub wieder im Lasso. Wichtig ist hierbei, dass wir unsere Beine heben. Und zwar schnell genug. Das heißt, wir haben hier oben Lasso und springen rüber. Falls das immer noch Probleme bereiten sollte, hilft es auch in der Bewegung des Hubs mitzugehen. Das heißt, der Hub dreht sich links herum, wir führen den Hub nach unten, drehen uns mit, heben unsere Beine und sind wieder oben. Wichtig ist, dass wir unsere Beine strecken. Denn wenn wir das nicht machen, dann verhaken wir uns mit unserem Hub. Das heißt, wenn der Hub ankommt, Bein strecken, Gewicht auf dem rechten Bein, wir verlagern unser Gewicht aufs linke Bein, heben und strecken unser rechtes Bein und nehmen den Hub wieder hoch. In der Drehung sieht das dann so aus. Strecken, strecken und wieder hoch.